Münster. Derby in der dritten Liga, Angriff auf Ordner und Polizei im Gästeblock. Das Konzept der strikten Fantrennung außerhalb des Stadions hat sich auch heute bewährt, resümierte Einsatzleiter Volker Wittenbreder nach dem Spiel. Leider überschattete ein massiver Angriff auf die Ordner im Gästeblock nach Spielende das Einsatzgeschehen. Gewalttäter aus dem Gästeblock gingen Ordner an. Einschreitende Polizisten wurden mit einer Mülltonne, brennenden Bengalos und weiteren Gegenständen beworfen. Die Beamten mussten Pfefferspray und den Schlagstock einsetzen. Bereits vor dem Spiel warfen Preußen-Anhänger aus dem Fanmarsch unter anderem einen Böller auf einen 25-jährigen Polizeibeamten. Dieser erlitt ein Knalltrauma. Während des Spiels wurden aus den Blöcken der Heim- und der Gästefans immer wieder Rauchtöpfe und Bengalos gezündet. Die Preußen-Anhänger provozierten die Gäste mit Schriftzügen auf Bannern. Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung. Ein Unbekannter warf nach dem Spiel eine Glasflasche gegen den Kopf einer Polizeibeamtin. Insgesamt wurden zwei Personen in Gewahrsam genommen. Die Beamten legten 19 Strafanzeigen gegen Heim- und Gästefans vor. Unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruch. Die Polizei wird in den kommenden Tagen anhand des Videomaterials und mit Hilfe von Zeugen weitere Täter ermitteln, sagte Polizeioberrat Wittenbreder. Vor und nach dem Spiel kam es zu den unvermeidbaren Verkehrsbehinderungen im Bereich des Stadions und des Bahnhofs. Rückfragen bitte an Polizei Münster Angela Lüttmann, Telefon 0251 275 1010.